Die einzige richtige deutsche Flagge wird dort hinten gehisst. Schwarz, Weiß, Rot vom Kaiserreich! Sie sind gewaltbereit und in Teilen rechtsextrem. Sie wollen das Kaiserreich zurück und die Corona-Pandemie für ihre Zwecke nutzen, sogenannte Reichsbürger. Wir fragen deshalb, was wollen sie erreichen, was sind ihre Maschen und ist die Reichsbürgerbewegung durch die Corona-Pandemie noch gefährlicher geworden? Reichsbürger nennen sich selbst zu Königen, spielen Reichskanzler im eigenen Wohnzimmer, fälschen Personalausweise und Führerscheine und erkennen die Bundesrepublik nicht als legitimen Staat an. Deutschland ist für Reichsbürger also ein illegaler Staat, eine GmbH, die BRD GmbH. Denn für sie hat das Deutsche Reich gar nicht aufgehört zu existieren und deshalb braucht es nach Reichsbürgerlogik auch einen Reichskanzler. Ich vertrete das Deutsche Reich, das es immer gewesen ist. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber das ist wichtig, um die ganze Kiste zu verstehen. Es gibt nämlich nicht die eine Reichsbürgerideologie, auf die sich die ganze Bewegung geeinigt hat. Laut Verfassungsschutz hängen mittlerweile rund 19.000 Menschen der Reichsbürgerbewegung an. Darunter sollen noch ungefähr 950 Rechtsextremisten sein. Und die Gruppe ist ziemlich unterschiedlich, das sagt Jan Rath hier. Er ist der Reichsbürgerexperte bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Milieu, in dem sich Souveränisten und auch Reichsbürger aufhalten, ist sehr, sehr divers, sehr, sehr heterogen. Ganz verschiedene Gruppierungen und einzelne Individuen sind dort unterwegs. Neben Reichskanzler Schittges Tagträumen vom Deutschen Reich gibt es also einen ganzen Sack voll weiterer Reichsbürger-Verschwörungsmythen. Aber nein, wir sind nicht frei, wir sind immer noch ein besetztes Land. Wir fordern die Grenzen des Deutschen Reichs vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wir leben jetzt aktuell in der Weiterführung des Dritten Reiches von Adolf Hitler. Aber bevor hier jemand auf die Idee kommt, dem Ganzen auch nur ein Fünkchen zu glauben. Das ist natürlich alles Humbug. Aber ich erzähle euch mal eben, wie das alles so entstanden ist. Wie ihr wisst, ist 1989 die Berliner Mauer gefallen. Im Jahr danach wurde dann der sogenannte 2+4-Vertrag unterschrieben. Und zwar zwischen den zwei deutschen Staaten, BRD und DDR, und den vier ehemaligen Besatzungsmächten Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und den USA. Spätestens seitdem ist Deutschland auch kein besetztes Land mehr. Und zum Thema Deutsches Reich. Es ist ziemlich knifflig, wie die Bundesrepublik jetzt genau aus dem Deutschen Reich hervorgegangen ist. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht noch für deinen Geschichtslehrer interessant. Eine juristische Relevanz hat das Ganze nicht mehr. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist ein legitimer, eigenständiger und international anerkannter Staat. Eine weitere Sache, die aus der Reichsbürgerecke immer wieder behauptet wird. Deutschland hat keinen Friedensvertrag. Das kann man so sagen, Xavier, da ist schon ein bisschen was dran. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein Papier unterzeichnet, auf dem Friedensvertrag stand. Das bedeutet aber nicht, dass Deutschland noch im Krieg mit den USA oder Russland ist. Heute gilt nämlich der 2+4-Vertrag als friedensvertragliche Regelung. Das Kriegsbeil ist also wirklich schon längst begraben. So wirr und widersprüchlich die Theorien der Reichsbürger klingen. Sie fahren in Feindesland, um mal Urlaub zu machen. Ihr ahnt es schon, diese eine Sache haben sie alle gemeinsam. Sie eint die Vorstellung, dass eine Verschwörung gegen die Deutschen, gegen das deutsche Volk oder gegen sie ganz persönlich stattfindet. Und Teil dieser großen Verschwörung ist die Bundesrepublik. Okay, bis hier kann man sich noch drüber lustig machen, aber das hört jetzt hier ganz schnell auf. Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat einen sogenannten Reichsbürger wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 2016. Ein Reichsbürger schießt einen Polizisten bei einer Razzia in Bayern. Zwei weitere Polizistinnen werden verletzt. Auch 2016. In Sachsen-Anhalt schießt ein Reichsbürger auf die Polizei, zum Glück ohne tödliches Ende. März 2020. Die Polizei führt eine bundesweite Razzia bei Reichsbürgern durch und beschlagnahmt abgesägte Schrotflinten und Macheten. Auch deshalb waren mittlerweile PolitikerInnen vor der Bewegung. Wir können in den letzten Jahren immer mehr feststellen, dass der gewaltbereite Rechtsextremismus und die Reichsbürgerszene sich überschneiden. So, und wie reagiert Deutschland jetzt darauf? Lange Zeit gar nicht. Erst Anfang diesen Jahres hat Innenminister Horst Seehofer zum allerersten Mal eine Reichsbürgerbewegung verboten. Und dann ist da auch noch die Corona-Pandemie, die Reichsbürger, Rechtsextreme und Antisemiten auf der Straße vereint. Und das ist eine große Gefahr, findet Martina Renner von der Linken. Für die Reichsbürgerszene gilt, wie für viele andere rechte Bewegungen, sie haben jahrelang genau auf so einen Moment gewartet. Sie haben immer gesagt, ein Katastrophenfall, eine Ausnahmesituation kann für uns Startschuss sein für eine rechte Erhebung. Denn gerade in Krisensituationen ist es so, dass Menschen Verschwörungsideologien viel stärker folgen, weil sie ihnen ein attraktives Angebot auch machen und weil sie ihre Weltsicht, die sie selbst mitgebracht haben, auch bestärken. Die Pandemie hat es, glaube ich, eindeutig gezeigt, dass Menschen aus dem verschwörungsideologischen Kontext, beispielsweise über ihre Telegram-Kanäle, sehr, sehr viel mehr Menschen erreicht haben können. Wir stecken momentan also in einer ziemlich explosiven Lage. Verschwörungstheorien bekommen durch Corona immer mehr Anhänger
und in ihrem Schatten wächst die Reichsbürgerbewegung. Verbreitungsmöglichkeiten wie Telegram-Chats oder YouTube-Kanäle sorgen für große mediale Aufmerksamkeit und Rechtsextreme wie Reichsbürger horten Waffen. Könnten die ganzen Entwicklungen also dazu führen, dass die verschiedenen Reichsbürgerbewegungen bald zu einer großen zusammenfinden? Dass Corona wirklich der Startschuss dafür ist, dass sich die Rechten erheben? Nee, ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Ganz allgemein kann man nicht sagen, ob jetzt Corona sich komplett einigend auf dieses sehr zersplitterte Milieu auswirkt. Für ihn bräuchte es da einen anderen Anstoß, um alle Reichsbürger zu einen. Ich denke, ein stärkerer Faktor, der einigend wirken kann, ist eher die Figur eines charismatischen Führers oder einer Person, die es schafft, die ganzen Widersprüche zu vereinen und autoritär diese Menschen an sich zu binden. Das heißt, mit dem nötigen Charisma oder auch mit der nötigen Befehlsgewalt und Autorität die Menschen dazu zu zwingen, sich eher ihm anzuschließen, als jetzt etwas anderes zu machen. Joa, das ist der deutsche Klassiker, ne? Aber wer kommt da momentan in Frage? Attila, du vielleicht? Oder macht es der selbsternannte König von Deutschland? Reichskanzler Norbert Schittke? Oder doch Xavier Naidoo? Tja, schlechte Nachrichten. Aktuell sieht es so aus, als würde es keiner von euch reißen. Momentan sehe ich aber nicht eine einzige Person, die in der Lage wäre, eben eine entsprechend hohe Anzahl von Menschen zu mobilisieren und alle unter sich zu einen. Auch wenn Corona möglicherweise nicht zu einer Einheitsfront unter den Reichsbürgern führt, nochmal, die Lage ist trotzdem ernst. Verschiedene Reichsbürger demonstrieren gemeinsam mit Attila Hildmann und Rechtsextremen, schwenken die schwarz-weiß-rote Fahne vor dem Reichstag und rufen zum Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf. Problematisch wird es, wenn diese Menschen anfangen, Waffen zu horten, sich auf einen Tag X vorzubereiten, an dem dann die vermeintlich bestehende Ordnung zusammenbricht oder der Bürgerkrieg kommt oder die meisten Deutschen dann erwachen. Das ist hochgradig gefährlich. Daran sollten wir denken, wenn wir zum Beispiel das nächste Mal vermeintlich lustige Screenshots aus Telegram-Gruppen verschicken. Denn auch Plattformen wie Twitter, YouTube und Instagram ziehen mittlerweile Konsequenzen. Twitter und YouTube haben zahlreiche Profile der rechtsextremen Gruppe Identitäre Bewegung gelöscht. Auch das Instagram-Profil von Attila Hildmann ist seit Mai verschwunden. Also die ganze Nummer mit den Reichsbürgern klingt vielleicht manchmal ziemlich lustig, bis es das eben nicht mehr ist. Der coolste Abo-Button seit Gründung des Deutschen Reiches ist der hier. Einfach hier klicken. Hier erzählen wir euch, was unsere Drogenbeauftragte so kann. Und hier findet ihr die komplette Playlist zum Funk-Extremismus-Schwerpunkt.